Ja, hallo zusammen. Wie ihr sehen könnt, lese ich mich gerade in das nächste Rezept vom Orkenspalter Kochbuch ein. Und nachdem der Alanfaner Feuertopf letztes Mal zwar scharf, aber sehr lecker war und für die Jahreszeit zu den Temperaturen genau das Richtige, bleibe ich in Alanfa, da ist schön warm, und versuche den alanfanischen Gelbwurzel-Eintopf zu kochen. Von den Zutaten nichts Weltbewegendes, ein paar exotische Sachen dabei, die Kreuzkümmelsamen. Die habe ich wieder nicht bekommen, da werde ich aber eine Alternative dafür finden. Das dürfte kein Problem darstellen. Von der Zubereitung glaube ich auch nicht, dass es große Probleme geben wird. Es fehlen vielleicht hier und da noch ein paar Angaben. Aber alles in allem müsste das ganz gut hinhauen. Scheint kein allzu schweres Gericht zu sein. Ist wieder vom selben Koch wie auch der Feuertopf. Von dem her. Lasst uns zu den Zutaten kommen. Ja, wie bereits erwähnt, die Zutaten sind recht einfach. Ich brauche 150 ml Öl. Das schien mir beim letzten Mal schon ein bisschen viel, aber hat sich herausgestellt, das war genau richtig. Dann brauche ich einen halben Teelöffel Kreuzkümmelsamen. Wie gesagt, Kreuzkümmel konnte ich in Samenform nicht auftreiben. Deswegen nehme ich ein paar normale Kümmelsamen und mische ein bisschen Kreuzkümmelpulver unter. Und hoffe, dass das den Geschmack nicht verfälscht, denn der normale Kümmel hat doch ein sehr intensives Aroma. Dann brauche ich eine getrocknete Chilischote. Ich weiß nicht, ob die in verschiedenen Größen verfügbar sind. Die ich bekommen habe, sind ein bisschen klein, deswegen nehme ich zwei. Als nächstes brauche ich zwei Zwiebeln, die ich in Ringe geschnitten habe. Einen Teelöffel geriebenen oder gehackten Ingwer. Einen Teelöffel zerdrückten Knoblauch. Die nächste Einheit kann ich nur vermuten, was es heißt, aber es liegt nahe, dass die Einheit MSP Messerspitze bedeutet, eine Messerspitze Chilipulver. Außerdem einen Teelöffel Salz, eine weitere Messerspitze Kurkuma, drei Kartoffeln, die ich geschält und gewürfelt habe. Die Größe stand jetzt nicht dabei, wie groß die Würfel sind. Deswegen habe ich sie einfach mal ein bisschen kleiner gemacht. Einen kleinen Blumenkohl. Ja, findet mal einen kleinen Blumenkohl. Den gibt es nur in groß. Aber dann mache ich eben aus dem Rest was anderes. Dann noch 150 ml Wasser. Und zum Schluss eine Dose Kokosmilch. Damit hätte ich alle Zutaten zusammen und kann mit dem Kochen anfangen. Zuerst wird das Öl erhitzt. Wenn das Öl heiß ist, dann gebe ich den Kümmel rein und die Chilischote. Das Ganze wird gut verrührt. Das Kümmelpulver hat sich jetzt natürlich sofort verteilt, während man den Kümmel schön sehen kann. Dann gebe ich die Zwiebeln zu. Und das wird jetzt alles braun angebraten. Wenn ihr auch schon mal ein Kochrezept aus dem Orkenspalter Kochbuch nachgekocht habt, dann könnt ihr das ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen dabei waren. Vielleicht kann ich ja dann auch den einen oder anderen Fehler vermeiden.
Vom Geruch her kann man den normalen Kümmel jetzt schon ganz gut rausschmecken. Ich weiß nicht, wie das beim Kreuzkümmel jetzt wäre, ob man den genauso gut riechen würde, da ich den ja bisher noch nirgends gefunden habe. Ich kann jetzt auch schon sehen, die Zwiebeln werden schön braun. Bevor sie mir jetzt verbrennen, ich merke schon am Geruch, das riecht so ganz leicht verbrannt, gebe ich den Knoblauch und den Ingwer zu. Sowie das Chilipulver, Salz und Kurkuma. Wird alles nochmal durchgerührt. Die Zwiebeln werden jetzt arg dunkel. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt zu lang drin hatte. Es riecht sehr exotisch. Und wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen verbrannt. Jetzt gebe ich den Blumenkohl und die Kartoffeln zu. Vermenge das gut. Die Zwiebeln sehen schon sehr angebrannt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Chilipulver und Kurkuma lag oder ob ich tatsächlich einfach zu lange gewartet habe. Hier dran Hitze reduzieren und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Von Wasserzugabe steht nichts dran, aber ich vermute mal, dass jetzt der richtige Augenblick dafür wäre. So, ich glaube, ich habe mich jetzt an der Menge ein bisschen vertan. Das Verhältnis Wasser zu Kartoffeln und Blumenkohl, das stimmt nicht ganz. Deswegen gebe ich einfach noch mal ein bisschen mehr Wasser dazu. Ich gebe jetzt einfach noch mal 100 Milliliter zu. Jetzt muss ich nur noch warten, bis das Gemüse gar wird. Ich lasse es also einfach ein bisschen köcheln. Ja, die Viertelstunde ist jetzt um und ich teste mal die Kartoffeln. Die scheinen durch zu sein. Auch der Blumenkohl ist nicht mehr hart. Bedeutet, die Zeitangabe hat soweit gepasst. Jetzt müsste ich die Kokosmilch dazu geben und da war ich doch ein bisschen überrascht. Zum einen steht keine Menge dran und das Verhältnis Kokosmilch zu Wasser wäre bei einer Dose, die 400 Milliliter hat, ein bisschen viel, finde ich. Zum anderen habe ich immer gedacht, Kokosmilch wäre flüssig, aber die ist fest. Vielleicht liegt es an der Temperatur. Ich gebe es jetzt einfach mal hinzu. Ah, da kommt die Kokosmilch. Da haben wir es doch noch flüssig.
So. Scheint jetzt von der Menge doch nicht so viel gewesen zu sein. Also nicht, gibt es da unterschiedlich große Dosen. Das war die einzige, die ich so auf Anhieb gefunden habe. Riecht auch schön nach Kokos. Bisschen exotisch. Probier jetzt auch einfach mal was. Ja, Kokos eben. Mal gut durchmischen. Scheint mir jetzt ein bisschen viel Flüssigkeit zu sein. Aber es soll ja auch ein Eintopf sein, ne? So, ich koche das Ganze noch mal kurz auf. Von den schwarzen Zwiebeln ist jetzt nichts mehr zu sehen. Ich hoffe mal, dass das nicht angebrannt war. Ich decke das Ganze noch mal ein bisschen zu. Dann nehme ich die Hitze weg. Leider habe ich im Buch, also im Orgenspalter-Kochbuch, kein Vergleichsbild, wie das Ganze nachher aussehen soll. Ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen ziehen und dann ist es bereit zum Servieren und dann sehen wir uns wieder. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich serviere es mit Brot, kein selbstgemachtes Brot, denn das wird ja wie gesagt noch ein eigenes Video geben. Und jetzt ist Zeit, den alanfanischen Gelbwurzeleintopf mal zu probieren. So, ich lege die beiden Brotscheiben mal auf die Seite. Und jetzt probiere ich mal diesen Gelbwurzeleintopf. Sehr heiß. Kartoffeln und Blumenkohl. Sehr heiß. Blumenkohl. Sehr heiß. Hat so ein bisschen leicht bitteren Geschmack. Ich weiß nicht, ob das von meinen verbrannten Zwiebeln kommt. Das Kokos schmeckt mal gut raus. Ihr könnt damit fix ein paar Wetten abschließen, wer die Chilischote erwischt. Ansonsten, ja, ein bisschen scharf. Ronde Asleifsson mag das wohl ein bisschen schärfer. Deswegen nehme ich auch gleich mal noch ein bisschen Brot. Aber Brot passt ganz gut dazu. Sie empfehlen auch Reis. Reis hatte ich letztes Mal. Mal das Brot eintunken. Ja. Schmeckt sehr gut. Die Zutaten einfach zu bekommen. Mit den Zwiebeln hätte ich besser aufpassen müssen. Aber schmeckt sehr gut. Auch die Angaben zur Kochzeit passen soweit. Lecker. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn das nächste Gericht aus dem Orkenspalter Kochbuch dran ist, ich weiß nicht genau, was es ist und ob wir uns dann noch in Alanfa, in der ersten alanfanischen Zerran-Kochfeldküche befinden oder ob wir dann Steinofen brauchen.
muss ich erstmal nachschauen. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Wenn ihr es auch nachkochen wollt, Link zum Orkenspalte-Kochbuch ist unten in der Beschreibung drin. Ich wünsche einen guten Appetit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ach ja, noch was. Das ist jetzt ein Gericht, das wenig Vorbereitung braucht, schnell in der Zubereitung ist, also ideal für einen Rollenspielabend. Von der Menge her steht keine Anzahl an Personen dran diesmal bei dem Gericht. Beim Alan Farner Feuertopf stand dran 4 Personen für das, was angegeben war. Ich habe auch die Menge beim Alan Farner Feuertopf ein bisschen abgeändert, weil ich esse nicht für 4 Personen. Hier steht jetzt keine Mengenangabe dran. Wenn ich mir das anschaue, könnten 2 bis 3 Personen könnten davon satt werden. Aber wir wissen ja, es steht jede Menge Knabberzeugs auf dem Tisch. So, jetzt mein Essen, bevor es kalt wird. Bis zum nächsten Mal.